Uli. So, herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde hier bei Disney Dreamlight Valley. Hier ist der Nils und wir sind hier im zweiten Teil meiner 1577-Stunden-Tour. Und ich möchte euch jetzt mal den Teil hier vorne zeigen. Ich habe ja den Teil hier mit dem mit meinem Haus und dem Eingang und dem Apfelbaum. Das habe ich euch alle schon gezeigt. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist jetzt sozusagen neben dem Eingang vom Shop hier von Dagobert hier. Und ja, hier haben wir lange, lange experimentiert. Was können wir hier machen? Ich hatte hier viele Bäume, ich hatte hier eine Allee, ich hatte hier viele Bänke. Und ja, mal gucken. Es hat sich irgendwie alles nicht bewährt. Und dann sind wir halt irgendwann mal hergegangen und haben das jetzt relativ offen gelassen. Und zwar eigentlich aus dem Grund, damit man schön runterschauen kann. Damit man das Valley sieht hier mit dem ja, Wagen hier, mit dem Solar-LKW hier von Wall-E. Ich sehe sofort das Haus von Goofy. Ich habe hier hinten das Haus von Minnie. Und ich sehe hier auch das ziemlich, also wirklich, ne, das kleine Haus vom Magier hier. Vom größten Magier aller Zeiten. Der hat wirklich eins der kleinsten Häuser. Ha? Vielleicht noch von Rapunzel? Aber das ist ja schon gewaltig klein. Gewaltig klein. So, also gehen wir hier wieder rauf und schauen uns das hier weiter an. Ich habe es dann letztendlich so gelassen. Ich habe es jetzt mal so offen gelassen. Ich habe hier eine kleine Decke her, wo man sich hinlegen kann und kann sich bräunen. Ich habe hier Schneechen her. Und vier Füßli. Ich habe hier nochmal ein Buch her, noch ein Buch her. Eigentlich müssten wir was zu trinken her tun, sehe ich gerade. Ist ziemlich wenig hier zu trinken. Es müsste so Trinkbrunnen geben in Disney Dreamlight Valley. Dann hier wird oft gekocht, wenn ich mal einfach unterwegs bin und muss mal schnell hier wieder mal was kochen hier, wenn ich hier reingehe. Gehen wir mal hier. Haben wir da irgendwas? Bereite zwei Gerichte zu, ne? Dann kann ich halt hier schnell mal reingehen. Und kann hier zwei Gerichte machen. Da mache ich halt mal. Also Bulgur ist ja ganz schlecht. Bulgur. Der bringt ganz wenig Energy. Da kann ich halt hier schnell zwei Gerichte kochen. Und dann ist das hier in Ordnung. Und schon habe ich hier wieder ein paar Punkte. Oh, haben wir ja fast schon wieder 50.000. Für Tiana, wenn die reinkommt hier. Von Küstin Frosch hier. Und ja, dann haben wir hier auch schon genügend Dreamlight. Ja, leider ist das die Animation hier von Mushu also absolut misslungen, finde ich, weil der ist so klein. Ich weiß, dass er klein ist, aber man muss ihn im Spiel nicht so klein machen. Man sieht die wunderschöne Animation, wenn er hier seine Marshmallows da aus dem Film hier. Das war so kleine Nudeln, waren das. Das waren keine Marshmallows. Das waren so Teigtaschen, die er dann übers Feuer hier gebraten hat. Das sieht man hier leider nicht, weil es so klein ist. So, naja, hier setzen sie, warte mal, setzt sie sich da hin? Nein, sie setzt sich nicht hin. Also hier setzen sich die Leute selten hin. Weiß nicht warum. Also die Charaktere, hier muss man mal, das stellen wir mal, muss mal gucken, ein bisschen so auseinander. Ne? Kannst du auch hier herstellen. Ja, aber hier wäre schon cool, ne? Da kann man dann hier so. Ja, aber naja. Doof, ne? Ich stelle es mal so her. Und dann kann man ja hier mal gucken hier. Ein bisschen essen, irgendwas zu essen. Eine kleine Schale mit Essen haben wir nichts da. Ich muss mal. Ja, wie gesagt, wir werden ja jetzt dann auch wieder mit dem Umbauen anfangen. Hier, dass man hier noch eine Schale drauf tut. Hervorragend, sehr schön, wunderbar. Ach, hier haben wir was zu trinken, seht ihr? Da haben wir eine Kleinigkeit zu essen. Und eine Dose sogar steht hier rum, sehr schön. Ja, habe ich mal hier so hingestellt, warum der ganz alleine hier ist, verstehe ich nicht. Da kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern dran hier, an den hier. Weil normalerweise sitzt der nicht allein, sie sind immer zu zweit. Oder sogar noch mehr. Gucken wir mal. Ob wir einen kleinen Kuschel hier haben. Ein kleines Nachtlicht, so, bitteschön. Hier stellen sich die, hier stellen sich, ja, lass mal so. Dann können die sich ein bisschen unterhalten. Hier stellen sich nämlich die Charaktere sehr gerne hin. Und das ist, sind ja noch die, weiß nicht, ob es die ursprünglichen Lampen sind. Ich habe die mal weg und dann habe ich sie wieder hingestellt. Die waren ja hier ganz am Anfang, standen
auch sehr, sehr schön. Warum da die Lampen gestanden sind, weiß ich nicht. Wird sicherlich irgendeinen Grund gehabt haben. Und ich habe sie dann wieder so hingestellt als Erinnerung. Hi, vergessen! Ja, hier dann eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, wenn man hier so den Weg darauf gekommen ist. Ich finde die Ecke hier sehr, sehr schön, weil sie so ein bisschen schattig ist. Hier haben wir noch ein Fass hergestellt, dass es einfach mal ein bisschen uriger ausschaut. Da Wein drin ist, man weiß es nicht. Und ja, hinten habe ich... Mutter weiß mehr. Hier haben wir noch einen Eimer von, das müsste Halloween gewesen sein. Dann hier die veränderte Statue von Mr. Eric. Ich kann hier mal ein Foto machen. Ja. Ich habe sie mal hier hergestellt. Ursprünglich am Strand gestanden, dann habe ich sie hergestellt und da fand ich sie richtig gut. Und seitdem er hier dann auch ja, sich da verändert hat, muss ich tatsächlich sagen, passt es gut hier zum Wasser. Hinten, das ist schon lange hier, ist nicht ideal, müsst ihr ein bisschen weiter wegschieben, dass hier mehr Platz ist, weil hier oft die Leute stehen. Vielleicht ändere ich das Wasser hier mal, aber eigentlich finde ich das hier ganz cool, es passt so richtig cool hier rein. Und dann geht es hier oben rauf zum Wald der Tapferkeit. Den schauen wir uns dann auch in einem der nächsten Teile an. Und ja, jetzt kommt hier mein Lieblingsplatz hier. Und zwar ist das hier der Platz mit den Truhen. Ich habe hier auch einen Sammler hergestellt. Kann man hier ein bisschen so das Zeug einsammeln. So. Ich habe hier nämlich die verschiedensten Truhen hergestellt. Ich habe keinen Raum hergestellt, wie die anderen das gemacht haben. Weil, wenn ich einen Raum habe, da muss ich immer in den Raum rein und raus gehen. Das war am Anfang ganz okay, weil am Anfang konnte man sich ja diesen Energiebalken oben aufladen, wenn man in das Haus reingegangen ist. Das ist aber mit dem Kochen letztendlich weggefallen. Und der Raum ist begrenzt. Und ich kann eben die Kisten hier individuell erweitern, wann immer ich das brauche oder will. Ich habe hier meine Kisten, wo ich eben alles reintun kann. Kann dann eben hier sagen, so, die Gewürze tue ich hier rein. Dann habe ich hier die schwarze Kiste. So, kann man hier reintun. Die Blumen kommen hier rein. Und dann habe ich hier zum Beispiel später dann, als der berühmte Schrank reingekommen ist von Daisy Duck, habe ich die hier oben hergestellt. Ja, schaut vielleicht nicht so gut aus, aber hier kann man halt jeweils immer 40 Stück reintun und dann sind das hier meine Lager. Das zeige ich euch aber dann auch noch später. Das ist sozusagen eine Bank hier, das kann ich dann alles verkaufen hier, wenn ich mal wieder Geld brauche. Hi, Ursula Vanessa, wie geht's dir? Und so habe ich hier im Laufe der Zeit meine Kisten aufgestellt. Hier nochmal ein Fuchs. Den müssten wir eigentlich woanders hinstellen. Ja, sonst kann man nicht durchlaufen. Wie gesagt, wir werden hier nochmal eine... So, gucken, wo wir den hinstellen. Dass man schön durchlaufen kann. Das ist eine Erinnerung an Fuchs, weil er gesagt hat, ich soll das Spiel spielen. Und dann habe ich es halt hier mal so hergestellt. Und damit die Tiere da durchlaufen können, habe ich das schon so hingestellt, dass die sich da nicht verheddern, dass man da hinten auch durchlaufen kann. Und gerade hier funktioniert es zum Beispiel nicht, da müssen wir uns was einfallen lassen. Das war auch ursprünglich nicht so gestanden, werden wir dann auch umbauen in der Umbauphase, die jetzt demnächst beginnt. Da gehen wir mal überall rein und bauen wieder alles um. Kann man das eins rüberstellen? Ich weiß nicht, warum geht das alles hier nicht? Dass man es einfach eins rüberstellt? Ja. Ist dann schon schwierig, ne? Muss es einfallen lassen. Wenn ich es so herstelle, wird es fast ein bisschen zu eng, ne? Oder? Da kann man wenigstens durchlaufen. Aber so nah hat man es noch nie. Lass mal ausprobieren. Kann die ja wieder nebeneinander hinstellen. Ich habe bloß gemacht, dass dann der Fuchs durchlaufen kann und dass Wally auch durchlaufen kann. Ja.
Ja, du kannst ja die erste Kiste auch querstellen. Aber wie gesagt, umbauen werden wir in den nächsten Tagen mit beginnen. Das ist ja hier eine reine Valley-Tour. Es geht ja auch darum, wenn man hier dann den abbaut hier. Weil früher hat man ja viel hier abgebaut. Jetzt braucht man ja die Edelsteine gar nicht. Seht ihr, dann fallen oft die Edelsteine hinter die Kisten. Dann ist man nicht reingekommen. Wally hat seins jetzt auch hierher. Ja, man kann es ja gut durchlaufen. Wir haben das gut geklärt. Ja, da haben wir halt hier im Laufe der Zeit hier... Oh, wir haben einen Quest laufen. Okay. Haben wir eben hier die verschiedensten Sachen mit reingepackt hier. Und ja, das hat sich ganz gut bewährt. Schaut auch jetzt nicht ganz so schlimm aus. Muss ich sagen hier. Und dann ist es eigentlich alles ganz in Ordnung. Hinten ist frei, da kann man durchlaufen. Hat man ein wenig einen Schatten. Hier haben wir das Jeremie. Und das hier wollte ich eigentlich gar nicht ändern. Das habe ich auch so gelassen. Man kommt hier zwar immer ein bisschen doof durch. Da habe ich aber noch keine Lösung gefunden. Könnte natürlich den auch einfach hier herstellen. Schade, dass sich da die Leute sehr selten hinsetzen, die Charaktere. Das ist halt so meine Ecke, die ich auch schon sehr lange habe. Die werde ich auch nicht mehr ändern. Das heißt, hier den Bereich hier fürs Essen extra, dass man da auch so rumlaufen kann. Keine Gitter hier gemacht, dass man nicht stehen bleibt. Und ja, die Blumen habe ich hierher. Und ich denke mal, das wird so bleiben. Das Einzige, was ich gerne mal machen möchte, ist der neue Weg, den hier, den wir jetzt bauen können. Den würde ich gerne mal hier reinmachen. Wie kann ich jetzt bauen? Hier. Den würde ich gerne mal reinmachen. Wege. Muss mal ausprobieren hier. Wo ist denn der neue Weg? Von. Ja, von dem Quest hier mit Remy. Ist nicht da. Schade. Ja, da möchte ich hier noch ein paar so her reinbauen. Dass man dann hier auch ein bisschen vielleicht noch Erinnerungen hat an diesen Koch-Quest. Der müsste ja immer noch laufen, ne? Ach so, den muss man annehmen. Ja, den muss man bei Remy annehmen. Vielleicht gehe ich heute Abend live. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Ja, dann haben wir hier den Vorderplatz. Wie gesagt, den haben wir auch schon sehr lange so immer wieder mal versucht, hier einen Brunnen reinzumachen. Aber das ist halt, wenn man hier aufnimmt und viel rumläuft, dann brauche ich hier einfach Platz. Die Bäume wollte ich jetzt hier auch nicht hermachen. Haben wir hier alles schon probiert, hier mit Bäumen voll zu machen, aber das hat dann irgendwie immer nicht so richtig funktioniert. Vor allem, wenn man dann Bilder gemacht hat, war irgendwie der Baum immer mal im Weg. Ich habe den, das ist ja die Wohnung hier, ist das schon interessant, na? Der kleinste im Dorf, die Ratte Remy, hat das größte Haus hier mit 1, 2, 3 Etagen und oben noch das Dach. Warte mal, man kann hier aber auch nicht rauszoomen, gar nichts. Na, das ist alles nicht gut gemacht. Müsst ihr euch mal vorstellen. Erdgeschoss, erster, zweiter, dritter Stock hier oben. Und immer Licht an. Wow. Also das möchte ich so gern mal, dass sie das einfach mal ausbauen, dass man da rein kann. Dass man da vielleicht auch irgendwas kaufen kann, verkaufen kann. Oder dass man hier Quests oben machen kann oder irgendwas hier oben noch weitermacht. Es gibt so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Ich habe das Haus einfach hier so stehen lassen und da steht es eigentlich jetzt schon sehr lange, weil ich wollte, dass die Wohnung von Remy auch bei seinem Restaurant gleich ist. Und ja, mal gucken, müssen wir noch kochen, irgendwas, Aufgaben? Nee, doch, serviere. Ja, komm, können wir schnell machen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen hier. Das werde ich auch nicht ändern. Manche haben ja auch das entsprechende Buñuelos, haben ja die entsprechende Restaurant von Remy dann woanders hin. Das werde ich nicht tun. Ich werde das hier so lassen. Und dann hat sich das so eingebürgert. Und dann werde ich das hier auch so lassen. So, jetzt gucken wir mal rein. Hier nochmal raus. Wir machen mal nochmal ein Traumeis. Das müsste ganz unten sein. Ja, ein Eis wäre mal nicht schlecht. Das wäre cool. Carle Menot. Suchfunktion brauchen wir keine.
Traumeis. Na also, da haben wir hier gleich noch einen Quest dazu gemacht. Und ich finde es schön, wenn das entsprechende Restaurant auch gleich dann neben Remy ist, seiner Wohnung. Und dann kann er da auch wirklich sofort nach Hause gehen, wenn er müde ist und muss da nicht erst lang rum. Und ja. Bitte schön. So, machen wir noch ein Foto hier. Und dann haben wir hier auch gleich noch eine Aufgabe gemacht. Komm, Wally. Ja, ich finde es halt schön, dass das gleich so nebeneinander ist. Das passt auch so von der Logik zusammen. Ich würde mir halt wünschen, dass man öfters mal auch in die Häuser von den entsprechenden Charakteren rein muss. Schauen wir mal hier. Haben wir das auch gemacht. Sehr, sehr schön. Wie lange geht denn der Wettbewerb noch? 29 Tage. Ja, ich wollte, dass das immer so nebeneinander ist. Das war so geplant. Da hat er ja schon wieder 9 Quests. Ich habe mit Merlin gesprochen und er hatte einen interessanten Vorschlag für mich. Er sagte, dass ich in der Lage sein könnte, Traumscherben zu einem magischen Gewürz zu destillieren. Kannst du welche für mich besorgen? Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön. Das ist immer ganz was Neues. Ist der niedlich. Menschen sind unglaublich. Sie entdecken, sie erschaffen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Okay. Ja, ich habe dann hier irgendwann gesagt, okay, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Und ändern da auch nichts mehr Großes. Und dann habe ich es hier gelassen. Ich habe hier noch ein paar Tische her. Mit Dekoration hier. Auch hier habe ich die Bank hin. Da setzen sich relativ oft die Charaktere hin. Hier habe ich selten jemanden gesehen. Hier war mal so ein kleines Tischchen, ne? Ja, ich kann dir auch sagen, welches Tischchen das ist. Das war nämlich genau das hier. Das war nämlich normalerweise früher immer hier. Und dann ist da hinten mal eine Traumscherbe hingefallen oder was. Und dann habe ich es weg und jetzt stellen wir es wieder hin. Ja, und so ist da ist eine Verbindung da zwischen den verschiedenen Räumen hier. Irgendwann habe ich mal die Cooker hier hergestellt. Das müsste Kaffee sein, oder? Nein. Okay. Da kann man halt immer kochen. Wir haben ja noch ein paar von den Kürbissen hier. Da macht man das halt, wenn wir gerade da sind. Fordern wir die ein, kochen hier unsere 30 Stück. Und die fertigen, die kommen dann oben rauf. Hi! Hi Christoph! Kann man dann hierher tun. Und dann hat man hier auch immer ein bisschen Geld, falls man mal was braucht. Ich sehe schon, wir haben sehr wenig von den Kürbissen. Erstaunlich. Ja, so, dann haben wir mal den unteren. Sorry, Mr. Wally. Haben wir den unteren Bereich jetzt auch mal gezeigt hier? Ihr seht, ich versuche immer möglichst viel Rasen zu lassen. Ich mag Rasen sehr, sehr gerne. Grün, bisschen wachsen lassen hier. Für die Tiere auch. Und auch, dass ich hier füttern kann, dass die nicht hängen bleiben oder so. Ich mag sehr, sehr gerne. Weg mag ich auch, aber ich versuche immer möglichst wenig Weg zu nehmen. Das war ja noch der ursprüngliche Weg. Da habe ich nur mal den Weg ausgetauscht. Aber der ursprüngliche Weg müsste das hier gewesen sein. Das hier weiß ich nicht, warum da eine Unterbrechung drin ist. Das ist ja auch echt interessant. Das könnte ich jetzt gar nicht erklären, warum das so ist. Da muss mal irgendwas gestanden sein. Okay, cool. Ja, das war jetzt soweit hier der Hauptplatz. Ich finde es halt schön, wenn man so runterschauen kann. Wenn man einfach diesen Teil hier ein bisschen... Ich finde es hier fast noch schöner. Wally ist hier sehr oft und guckt runter. Deswegen ist hier auch nichts zu, dass Wally hier gucken kann. Man sieht auch hier wunderschön im Hintergrund den einen Brunnen. Dann rechts nochmal einen Brunnen. Da könnte ich eigentlich nochmal ein paar herstellen und die reinstellen. Und hier müsste man sich eigentlich, hier kann man sich ja auch hinsetzen
und kann die Wiese hier genießen. Müsste man vielleicht doch einmal irgendwie einen kleinen Brunnen hermachen. Aber ihr seht, wenn ich jetzt in der Mitte einen Brunnen her hätte, dann hätte hier Goofy schon wieder um den Brunnen laufen müssen. Und Nala hier unterhält sich hier mit dem größten Magier aller Zeiten. Und vergiss nie, deine Fantasie ist... Meine Fantasie ist ohne Grenzen, ohne Grenzen. Da hast du recht. So, dann haben wir das hier. Ich finde es ganz okay so. Ich werde es auch so lassen. Jetzt habt ihr das gesehen. Und als nächstes werden wir mal nach... Ich weiß nicht, sollen wir erst nach unten gehen auf die friedliche Wiese oder schauen wir uns erst meine Wohnung an? Denn die habe ich ja auch ausgebaut. Dieses Dorf ist anders. Aber es erinnert mich auch an zu Hause. Ja, sie war ja schon mal hier. Sie war ja schon mal hier vor dem Vergessen. Wir schauen uns jetzt im nächsten Teil mal meine Wohnung hier an, wie ich sie ausgestattet habe. Und dann gehen wir runter auf die friedliche Wiese. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Gerne einen Kommentar schreiben für den Algorithmus. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn wir uns mal die Wohnung anschauen. Auch das ein sehr schöner Blick hier in das Valley. Ja, es fehlen halt ein bisschen so die großen Bäume. Aber wie gesagt, die großen Bäume nehmen mir oft die Sicht. Und dann schaut es halt hier ein bisschen anders aus. Aber es ist alles so, wie es ist. Ganz gut. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Danke, tschüss. Danke fürs Zuschauen.